Ich kann einen Witz erzählen. Da hatte ich gerade gesehen, ich kann einen Witz erzählen. Dreckiger Dieb, denkst du, ich bin blind? Okay, das war vielleicht... Was passiert, wenn man hier Ärger macht? Entschuldigung. Ich wollte doch nur einen Witz erzählen. Was willst du hier? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen. Das da vorne ist mein namenloser Held und ich bin eure Eisenseele. Und ich freue mich ganz herzlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Abenteuer bei Let's Play Risen. Ja, und anscheinend ist schon ein Ordenskrieger hier drin, aber wir können den natürlich ganz clever umgehen, indem wir uns einfach in die Hütte begeben und eine Runde pennen. Witz erzählen. Pass auf, was du anfasst. Ich soll nur ins Bett gehen. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Ordenskrieger ist weg. Ich kann einen Witz erzählen. Da hatte ich gerade gesehen, ich kann einen Witz erzählen. Dreckiger Dieb, denkst du, ich bin blind? Okay, das war vielleicht... Was passiert, wenn man hier Ärger macht? Entschuldigung. Ich wollte doch nur einen Witz erzählen. Was willst du hier? Mach, dass du wegkommst, Dieb. Entschuldigung. Ich wollte doch nur... Kann ich jetzt wenigstens einen Witz erzählen? Das ist die kleine Karte. Ich wollte doch nur den Witz erzählen. Kein Witz da. Okay. Kennt ihr den Witz? Kommt ein Typ in der Hütte und... Die Luft ist rein. Der Ordenskrieger ist wieder gegangen. Puh, das war knapp. Wenn er dich erwischt hätte, wärst du jetzt schon auf deinem Weg in die Vulkanfestung. Nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Deine hungrigen Wölfe sind übrigens erlegt. Deine hungrigen Wölfe sind erledigt. Du hast sie getötet, ja? Das ist gut. Dann kann ich endlich wieder ruhig schlafen. Hier, nimm dies als Dank von mir. Alleine hätte ich das niemals geschafft. Ich hoffe, dass du deinen Weg finden wirst, mein Freund. Das hoffe ich auch. Leb wohl. Und nochmals vielen Dank. Tschö, tschö. Jetzt habe ich starke Heilung erlangt. Okay, führst du mich runter zum Dorf? Tristan meint, du könntest mich zur Hafenstadt bringen. Ja, das kann ich. Aber hat er auch gesagt, dass ich dich dahin bringen soll? Naja, nicht direkt. Aha. Frag mich nochmal, wenn er es getan hat. Ach komm schon. Der Tristan ist nicht mal gut auf mich zu sprechen, oder? Tristan? Ich will nicht mit dir gesehen werden. Verdammt. Und alles nur, weil ich einen Witz erzählen wollte. Und er war nicht mal gut. Dafür habe ich volles Cut aufs Maul gekriegt. Volles Pfund. So, okay. Geht's hier zur Hafenstadt? Ja, gut. Ich kann den Schildern ja auch so folgen. Kein Problem. Ich bin ein großer Bubi und diese... Was sind das für Fliegen? Egal. Die werden mir schon nichts tun. Ich schmecke garantiert ganz schlecht. Und ganz unappetitlich. So, einmal Mana-Pilz. Ach, dieser Ausblick. Also, so ein Ausblick wie damals 2007. Ach, wunderschön, Wolf. Tja! Ja! Tja! 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 Bleibst du? Tja! Haha! Kein Problem für einen Meisterklopper. So. Mal eine Mana-Fatze. Gibt's volles Fund aufs Maul. Oh, Scavengers. Nee. Wie heißt der? Er heißt irgendwie anders. Sind aber sauer auf mich. Okay. Wisst ihr was? Ihr bleibt auf der... Ich sollte doch nicht... Ist ja schon gut. Ich hau ja schon ab. Ja, schon weg.
So, okay, ich glaube, das sieht gut aus. Warzenschwein? Warzenratte? Nee, Oh, ein Grünblatt. Ja. Also die Flora? Nee, Fauna, das ist die Fauna. Die hat sich. Ah, ja, wisst ihr, was der größte Unterschied ist zwischen zwischen Gothic und Risen? In Gothic war die Stadt auf der Seite des Weges, wenn ich mich recht erinnere. Also in Gothic 2. Da ist man den Weg runtergekommen und da war sie auf der Seite. Okay. Ich hoffe, ihr seid kein Ordenskrieger. Hey, was machst du hier? Du gehörst nicht zu uns. Aua, 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 Bleib stehen! Nein! Das ist die falsche Straße gewesen. Stehen bleiben! Nein! Könnt mich mal! Bleibt ihr doch stehen! Okay, irgendwie. Irgendwas sagt mir, ich habe gerade den falschen Weg genommen. Okay, da komme ich jedenfalls nicht durch. Die hauen mich einfach mal so rund, die blöden Rekruten. Und dann hauen sie mich, bringen sie mich in die Feste. Und das mag ich nicht. Festen, also Vulkanfesten, nee. Lieber noch eine Beere. Okay. Da ein bisschen Butt. Mana-Wurzel. Niemand da? Mich die Truhe. Was haben wir denn hier? Heilkraut, Witz erzählen, Schriftrolle. Ein guter Lacher lässt einem so manche. Ah, ist mein Inventar voll oder wie? Nee. Wo habe ich jetzt. Ach, das ist ein Magiespruch. Ah. Okay. Das ist gar kein Witz. Das ist ein Spruch. Magie. Ah, jetzt erstmal. Komm, braten wir uns ein. Sieht richtig lecker aus. Ja. Ein Blattherling. Okay, ich glaube, das könnte der geheime Eingang sein. Gucken wir einfach mal. Hallo? Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Okay, das ist nicht der richtige Schlüssel. Kann man schwimmen? Wahrscheinlich kann man schwimmen, aber... Nicht so. Okay, stellt sich immer noch die Frage, wie ich jetzt da eigentlich reinkomme. Da oben ist wieder der Wächter. Okay, okay, ja, ich sehe schon. Ich bin hier und ich hätte da oben, hier hätte ich da abbiegen müssen und dann da lang und dann wäre ich hier. Okay. Ich sehe, ich bin total falsch. So. Aber kein Problem. Solange ich nicht schwimmen gehe, ist alles sicher. Und nicht zu nah darüber gehe. Ok.
Okay, noch sind wir richtig. Wir sind noch offen. Also wenn ich richtig, sind wir hierher gekommen, dann einmal hier rumgelaufen. Ups. Okay, ist hier der Weg, wo man abbiegt? Nein. Wir laufen trotzdem mal hier lang. Eine Heilwurzel mitgenommen. Jungs, ihr bleibt da drüben, ich gehe hier lang, okay? Aha, da geht's zur Hafenstadt. Da geht's zur Hafenstadt. Hätte man auch natürlich früher sagen können. Okay. Vulkanfest. Nein, da will ich nicht hin. Ich will hier hin. $165. Hoffentlich wollt ihr nur 165 Gold. Wenn ihr mehr wollen, habe ich ein Problem. Also wollt ihr immer Gold von mir haben? Hafenfeste? Ein Level aufgestiegen. Ich weiß immer noch nicht genau, was es mir bringt, aber hey! Level up. Ist ein Level up. Ist ein Level up. Also wahrscheinlich kriege ich ein bisschen mehr Lebenspunkte, werde ein bisschen stärker von den Stats, aber kann ich die irgendwie verteilen? Du kannst Konterparaden ausführen und so, aber ich höre irgendwas. Aber es steht jetzt nicht, wie ich da irgendwie Sachen verteile. Wahrscheinlich brauche ich da einen Trainer. So war es zumindest, glaube ich, bei Gotik, dass ich einen Trainer brauchte, der mir dann das beibringen konnte. Aber das da müsste Erz sein, oder? Von Erzschürfen verstehe ich nichts. Das ist klar. Ich verstehe sowieso von gar nichts was. Ach, diese Grafikpracht. Diese Flora und Fauna. Geht das da runter oder? Aha, hier. Ja, das sieht aus wie ein Hintereingang. Gut, lässt mich rein. Hey du, was machst du hier draußen? Weißt du nicht, dass es verboten ist, sich außerhalb der Stadt rumzutreiben? Deshalb will ich ja rein. Was machst du hier? Was machst du dann hier? Ich bewache das Tor, damit niemand die Stadt verlässt. Solltest du da nicht lieber drinstehen? Dann würde ich mir doch das Geschäft mit dir entgehen lassen. Was für ein Geschäft? Du willst rein? Ich habe den Schlüssel. Was liegt da näher als ein Geschäft? Oder willst du lieber in die Vulkanfestung? Dahin müsste ich dich nämlich eigentlich bringen. Wie ist denn die Situation? Wie ist die Situation in der Stadt? Seit Don Esteban die Stadt verlassen hat, weht hier ein anderer Wind. Die Inquisition hat jetzt das Sagen. Als erstes wurden die Bauern in die Stadt gebracht und anschließend beide Tore verriegelt. Das ist das neue Gesetz des Inquisitors. Und Kommandant Carlos lässt jeden, der dagegen verstößt, in die Vulkanfestung bringen. Was kannst du mir über Kommandant Carlos sagen? Er ist der neue Chef der Stadt. Zusammen mit seinen Ordenskriegern versucht er, Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten. Was meinst du mit versuchen? Ich meine, die Banditen des Don werden sich ihre Geschäfte nicht wegnehmen lassen, klar? Noch ist es ruhig, aber das kann sich jederzeit ändern. Aha, okay. Erzähl mir mal ein bisschen was von Don Esteban. Erzähl mir von Don Esteban. Die meisten Leute glauben vielleicht, er wäre vor der Inquisition geflohen. Aber das ist nicht wahr. Ist das nicht? Nein. Er hat sein Lager im Sumpf aufgeschlagen und jetzt holt er selbst das Gold aus den Ruinen. Das ist es nämlich, worum es hier geht. Das Gold. Er hat nur ein paar seiner Banditen in der Stadt zurückgelassen, die seine Geschäfte weiterführen sollen. Aha, er ist nicht geflohen. Es war nur ein taktischer Rückzug. Was passiert in der Vulkanfestung? Es heißt, sie trainieren dich.
aber jeder hier weiß, dass du da oben verzaubert wirst. Wie soll ich das denn verstehen? Ein paar der Burschen, die sie in die Vulkanfestung gebracht haben, sind wieder in der Stadt. Vorher haben sie es mit den Gesetzen nicht so genau genommen. Und jetzt folgen sie blind dem Inquisitor. Vielleicht wurden sie einfach nur überzeugt. Mich kannst du vielleicht mit ein paar Goldstücken überzeugen, aber was der Inquisitor mit denen gemacht hat, ist viel schlimmer. Ich sage dir, er hat sie verzaubert. Uiuiui, er hat sie verzaubert, hört ihr? Okay, also was erwartet mich in der Stadt? Also, was erwartet mich in der Stadt? Jedem anderen würde ich raten, den Kopf unten zu halten. Aber du siehst nicht so aus, als wenn du Ärger aus dem Weg gehst. Kommt drauf an. Sag ich ja. Also, wenn du vorhast, dich in irgendwelche Geschäfte einzumischen, wirst du eine Entscheidung treffen müssen. Entweder du arbeitest für den Orden oder du hilfst den Banditen. Eine andere Chance hast du nicht. Ja, es gibt doch noch die Magier, oder? Übrigens, an der Stelle nochmal gesagt, ihr dürft ja mitentscheiden, ob ich mich den Magiern, den Inquisitoren oder den Banditen anschließe. Es dauert zwar noch ein bisschen, aber wir machen das gleich mal anfangen. Und für wen arbeitest du? Und für wen arbeitest du? Ich gehöre zur alten Stadtwache. Wir unterstehen jetzt dem Befehl von Kommandant Carlos. Und das gefällt dir wohl nicht? Mit den Ordenskriegern kann man keine Geschäfte machen. Das war früher anders. Der Don war immer offen für ein gutes Geschäft. Du meinst, ihr habt euch bezahlen lassen? Nenn es, wie du willst. Ein Geschäft ist ein Geschäft, genauso wie unser kleiner Handel. Okay, was verlangst du? Was verlangst du, damit du mich in die Stadt lässt? 100 Goldstücke musst du mir schon geben. Dafür mache ich das Tor auf und stell keine Fragen. Außerdem muss dir klar sein, dass du hier nicht kommen und gehen kannst, wie du willst. Wenn du erst einmal drin bist, kommst du nicht mehr raus. Du verlangst eine Menge Gold. Du verlangst eine Menge Gold. Sei froh, dass ich dir nicht das Doppelte abnehme. Aber ich bin ja kein Arschloch. Ich lasse mit mir handeln. Also, wenn du nicht genug Gold dabei hast, kannst du mir ein paar von den Sachen verkaufen, die du gefunden hast. Lass mich jetzt in die Stadt. Lass mich jetzt in die Stadt. Gut, wenn du willst, lasse ich dich rein. Vorausgesetzt, du hast das Gold. Das waren noch 75 Gold, oder? Ja, hier ist dein Gold. Lass mich in die Stadt. Gut, aber zu niemandem ein Wort über unser kleines Geschäft. Sonst landen wir beide noch in der Vulkanfestung. Jetzt lass mich endlich rein. Pass auf, du hast keine Ahnung, worauf du dich da einlässt. Es ist besser, wenn ich dir eine Karte der Stadt mitgebe. Viel Glück. Oh, die waren in 100 Gold drin. Cool. So, was uns allerdings erwartet in der Stadt und noch vieles mehr, das werden wir in den nächsten Folgen sehen. Denn ich mache jetzt hier einen Cut und sage danke, dass ihr zugeschaut habt. Wie immer, vielleicht gefällt euch eins von den beiden Videos, die ich da oben verlinkt habe. Ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau, was ich verlinke. Meistens sind es ja Playlisten. Aber es wird euch garantiert gefallen. Also ein Blick lohnt sich auf alle Fälle da rein. Und natürlich freue ich mich wie immer über Kommentare, Likes. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, klickt doch einfach auf meinen Abo-Button. Und dann verpasst ihr auch keine Folge von Risen mehr. Bis dahin sage ich, bis zur nächsten Folge sage ich, danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen, hören und spielen uns wieder, meine kleinen Seelen. Macht's gut, ciao, ciao.